Hallo Leute, willkommen bei diesem LS22 Platinum Expansion Review Video. In diesem Video will ich mir mit euch die Seilkräne angucken oder auch Seilkrane. Ich glaube, Krane ist das professionelle Wort und Kräne sagt der Volksmund. Zumindest habt ihr mir im Livestream das so erklärt. Okay, wir haben davon zwei. Die habe ich hier schon mal hingestellt und ich habe ein paar Bäume gefällt hier am Hang, denn dafür sind die da, um die Bäume sozusagen aus dem Hang rauszuholen. Und wir gucken uns die mal im Shop an. So, ich suche die jetzt hier über die installierten Mods und das ist hier jetzt Mods und DLCs. Das ist die Platinum Expansion. Und da, ne, ich habe schon überblättert, hier ist einerseits der kleine Koller Force Technik, der braucht 110 bis 200 PS und das Seil kann 500 Meter gespannt werden und man kann 1,5 Tonnen dranhängen. Und hier, so sieht er aus, den sehen, gucken wir uns auch gleich in Ruhe in echt an. Und das hier ist der deutlich größere. Der hier, der hängt doch einfach so am Trecker. Und das hier ist so ein eigenes Kolossgerät sozusagen. Braucht 225 PS, wiegt 9,1 Tonnen und hat eine Spannweite von bis zu 840 Meter und 3 Tonnen können da dranhängen. Das Ding kostet aber auch fast 100.000. Ja, und dieses hier gerade mal knapp 40.000. So, dann gehen wir doch mal gucken. Hier steht er schon in Position. Und ich bin sehr gespannt, ob der kleine Volvo das mit dem hier schafft. Von der PS-Zahl müsste es gehen. Ein Gewicht habe ich jetzt nicht dran. Ich gehe davon aus, dass es sich von selber irgendwie abspannt. So, ich mache mir das Hilfefenster auf. Zu gucken. Seil spannen. Okay, gut. Ja. Bitte zuerst das Anbaugerät, was sagt er? Absenken. Das macht Sinn, damit es nicht in der Luft schwebt. So. Also absenken. Ja, das leuchtet sehr ein. Ich kann auch Seilkran zuklappen, aber eigentlich wollen wir ihn ja aufgeklappt haben. Später können wir ja vielleicht mal gucken, wie er zugeklappt ist. Jetzt. Okay, wir haben jetzt das Seil in der Hand. Und dieser Seilkran kann nur nach oben arbeiten. Also da steht man dann unten. Und gucken. Seilankerpunkt muss niedriger als die Position des Seilkrans sein. Ach so, es ist umgekehrt, als ich dachte. Okay, okay. Dann fahren wir mit dem mal hoch. Weil da stand was von Bergaufseilung und dann dachte ich, nun gut, dann müssen wir unten stehen. Aber es ist wohl gerade umgekehrt. Erstmal wieder hoch. So, stellen wir uns oben auf den Hofplatz. Den ich mit lauter Büschen gefüllt habe. Zu Dekozwecken. Und ich habe hier extra Bäume oben stehen lassen, weil ich ja dachte, dass wir nach oben das seilen müssen. Aber hier haben wir auch Bäume, die wir nutzen können, denke ich. Stellen wir uns mal so hin und gucken, wie das so geht. So. Okay, jetzt senken wir den wieder ab. Und dann steigen wir aus und gucken erstmal, wo denn hier die Baumstämme liegen. Die sind mehr hier so. Hm. Okay, ich denke, dann versuche ich mal ein bisschen woanders hinzufahren.
Also wie ihr seht, ist das hier kein Tutorial, sondern das ist eins. Wir probieren gemeinsam die Seilkrane aus. So. Okay. Na, ist er abgesenkt? Ja, er ist abgesenkt. Also, Seil spannen mit R. So. Suchen wir uns mal den da. Der ist auch nicht richtig. Der ist aber anspruchsvoll, dieser Kran. Mit der Baum ist zu klein. Ja, das wundert mich nicht. Da, der würde gehen. Okay, und der würde auch gehen. Der würde auch gehen. Gut, dann nehmen wir den. Seil am Baum befestigen. Okay. Und jetzt können wir den Laufwagen bewegen. Der ist, gucken wir mal. Der ist da oben. Und hier hat er auch schön abgespannt. Alles brav. So. Der Laufwagen wird auch Katze genannt, habe ich gehört. So. Jetzt gehen wir hier mal unsere Baumstämme suchen. Da ist zum Beispiel einer. Okay. Können wir noch ein bisschen mehr hier hin. Und jetzt Laufwagenverfolgungsmodus aktivieren. Oh. Und das geht jetzt automatisch. Und dann mit B Baum am Seil befestigen. Wunderbar. Und jetzt mit J und N Bäume heben und senken. Auf Konsolen ist es natürlich anders, die Befehle. Aber ihr könnt ja auch einfach das Hilfefenster aufmachen. Und dann seht ihr, wie man das bedient. Das ist doch cool. Genial. Und jetzt können wir... Nein, ich brauche keine Kettensäge. Jetzt können wir hier mit der anderen Taste jetzt nach oben fahren. Und Laufwagenverfolgungsmodus aktivieren. Probiere ich einfach mal, was das ist. Ob wir dann automatisch mitlaufen? Nein. Oh. Er fährt jetzt von selber. Ah. Nicht wir folgen dem Laufwagen, sondern der Laufwagen folgt uns. Ist das cool. Das deaktiviere ich jetzt wieder. Also wenn man auf R drückt für diesen Laufwagenverfolgungsmodus, dann folgt der Laufwagen unserem Lauf. Runter und hoch. Wie cool ist das denn? Ah, und das mache ich jetzt mal aus. So. Das sieht doch schon mal sehr cool aus. Okay. Und jetzt können wir das... Jetzt mache ich hier mal wieder... Bäume heben, senken. Bäume von Seil lösen. Ups. Jetzt fällt das hier natürlich gut. Rutscht wieder runter. Aber das Grundprinzip hat jetzt gut funktioniert. Ja. Und es macht Spaß. Jetzt, um das an einen vernünftigen Platz zu bewegen, den Baum, müsste man hier den Traktor wohl noch weiter nach vorne fahren oder so. Das muss man dann mit Erfahrung sammeln und so. Jetzt ist die Frage, wie kriege ich das hier abgebaut? Ich renne mal da vorne hin, ob ich hier jetzt... Seil lösen machen kann? Nein. Dann setzen wir uns mal in den Traktor rein.
Und jetzt probiere ich mal Seilkran zu klappen. Ob da was passiert. Nein. Kann ich fahren? Okay, Bewegen des Fahrzeugs während das während der Seilkran gespannt ist, ist nicht erlaubt. Und anheben bestimmt auch nicht. Nein, da tut sich gar nichts. Jetzt steigen wir nochmal aus und gucken mal hier. Ups. Seil entfernen. Jawohl. Wunderbar. Jetzt müsste es gehen. So. Ja. Hat sich jetzt aufgelöst. Jetzt können wir Seilkran zuklappen. Erstmal anheben. Und dann... Ah, sehr gut. Wunderbar. Richtig coole Geräte, finde ich. So, und jetzt hüpfen wir in den Kutschenreuter. Dazu renne ich wohl am besten mal runter. Da. Und der müsste jetzt auch in der anderen Richtung funktionieren. Ah, das hier ist übrigens der Kutschenreuter-Traktor in seiner Traktor-Variante. So. Also ohne den Kran und so weiter, sondern als Traktor mit Dreipunktaufnahme und so. Weil ich dachte mir, den will ich auch mal einfach als Traktor ausprobieren. So. Da sind wir jetzt nicht so gut positioniert, weil da ein kleiner Baum im Weg ist. Und vielleicht fälle ich den einfach, den kleinen Baum. Was weg ist, ist weg. Kettensäge habe ich, also. Aber da stehen einige Bäume im Weg. Na, gucken wir mal. So. Okay. Vielleicht kann ich den hier auch ganz wegkriegen. Oder zumindest in unscheinbare Stöckchen zersägen. Damit er uns hier nicht bei unserer Aktion stört. Oh, der ist größer als ich dachte. So. Also der Vorteil von dem kleinen Seilkran ist, dass man da nur den Traktor positionieren muss. Und hier muss man halt den Anhänger so hin positionieren, dass der dann günstig steht. So, jetzt machen wir hier erstmal Seilkran aufklappen. Und der wird mir jetzt bestimmt sagen, die Bäume stehen hier im Weg. Ah, wahrscheinlich kann ich jetzt hier nicht mehr rückwärts fahren, weil ich den Seilkran schon aufgeklappt habe. Vielleicht geht's so. Mal gucken. So. Und jetzt Seil spannen. So, und jetzt will ich da nämlich möglichst weit hochgehen. Ja, jetzt habe ich hier freie Bahn und da sind auch die ganzen Baumstämme. So hatte ich mir das vorgestellt. Da. Okay, er sucht sich hier auch, wenn er einen richtigen Baum gefunden hat, automatisch die richtige Stelle und einfach mit Mausklick kann man das Seil dann positionieren. So, und mit R hätte ich das auch abbrechen können. Und da haben wir jetzt die Katze. So. Gehen wir mal hierher. Gibt es auch den Verfolgungsmodus? Ja. Jetzt kommt die zu uns. Die Katze. Das ist doch klasse. So, und jetzt R.
Nee, jetzt habe ich den Laufwagenverfolgungsmodus abgeschaltet. Wie kann. Ah, ich muss einfach nur zu einem Baum. Genau. B. Und gibt es. Kann ich hier noch einen zweiten Baum dranhängen? Offenbar nicht. Oder? Bäume heben und senken. Bäume heißt es. Mal gucken, vielleicht kann ich hier. Tja. Bäume vom Seil lösen. Also ich sehe keine Option, dass ich einen zweiten Baum hier mit dranhängen kann. Dann mache ich mal Bäume vom Seil lösen und mach mal hier mit. Vielleicht könnte man hier mehrere. Ne, es sind auch immer nur einer. Tja. B. Oh. Ah, also wenn es richtig schön nah ist, kann ich mehrere. Hier. Super. Ist das genial. So, und jetzt machen wir. Jetzt ziehen wir die erstmal weiter hoch. Bäume heben und senken. Sehr gut. Und jetzt gehen wir einfach mal runter. Wir machen hier mal wieder Laufwagenverfolgungsmodus aktivieren. Dann läuft er mit uns mit. So. Den Modus mache ich mal aus. Jetzt erfreuen wir uns hier am Anblick. Na, genial, genial. Also ich finde, das ist ein sehr gelungenes Feature. Ja, braucht man natürlich ein bisschen Kleingeld. Der kleine ist ja halbwegs bezahlbar und der hat ja auch gut funktioniert. Und dieser große ist, außer dass das Hinstellen ein bisschen friemeliger ist, ist natürlich ansonsten eine ganze Nummer besser. Und man kann das Seil viel, viel weiter spannen, als ich das gemacht habe. Das sind ja hier nur ein paar Meterchen. Also man kann das über Abgründe hinweg spannen und sonst was alles. Tolle Sache. Okay, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.